Hallo, herzlich willkommen hier aus Rottach-Egern. Ich darf euch ganz herzlich begrüßen zum Magirus-Event hier am Tegernsee. Das Programm ist sehr vielversprechend. Es heißt, heute stehen Workshops auf dem Programm, eine kleine Vorstellung und natürlich auch das Oldtimer-Treffen. Die Rottach-Egerner haben Glück mit dem Wetter und ich freue mich, euch heute ein bisschen was zeigen zu können. Kommt einfach mit! Ich begrüße alle ganz herzlich zu dieser Ausstellung von Magirus Deutz, von Ausrüstungsgegenständen, Fahrzeugen für die Feuerwehr. Herzlich willkommen bei uns in Rottach-Egern. Die Oldtimer-Show wurde auf die Beine gestellt vom historischen Magirus Feuerwehrfahrzeugeverein Bayern und neben mir steht nun der Vorsitzende, Herr Utschig. Wie kommt man auf die Idee, solch einen Verein zu gründen? Ja, entstanden ist das Ganze mit einem Fahrzeug, das bei uns bei der Feuerwehr Dranreuth ausgemustert worden ist. Und dann ist es verkauft worden und ist dann irgendwo gelandet und über Umwege wieder zu uns zurück, zu einem Kameraden. Dann ist das Fahrzeug restauriert worden und dann haben wir einen Magirus gehabt und dann hat der andere gesagt, ich möchte jetzt auch einen, das tue ich auch restaurieren und dann der auch und der und der und der und mittlerweile haben wir 34 Fahrzeuge und unser Verein besteht jetzt 10 Jahre. Wie kann man sich denn die Vereinsarbeit bei Ihnen vorstellen? Ja, wir haben auf alle Fälle das Parfüm vom Diesel und dann halt Schrauben, Bohren, Lackieren, Schmier, alles. Einfach alles. Und Sie besuchen natürlich solche Veranstaltungen wie hier in Rottach-Egern. Zu solchen Veranstaltungen fahren wir gerne hin, weil wir unsere Fahrzeuge gerne herzeigen, weil die Arbeit muss ja irgendwie belohnt sein. Und das Fahren macht einfach auch Spaß mit den Fahrzeugen. Was waren denn so die Resonanzen den ganzen Tag über? Also die Resonanzen waren durchweg positiv bis überschwänglich, möchte ich fast sagen. Die meisten Besucher haben mit diesem, mit dieser Größenordnung dieser Veranstaltung nicht gerechnet und waren also sehr überrascht, was wir hier auf die Beine gestellt haben. Das gilt natürlich nicht für mich alleine, sondern zusammen mit den ganzen Veranstaltern, die hier mitgewirkt haben. Ich bin ja vorab schon das eine oder andere Fahrzeug. Ist das Schlimmste vorbei, dann geht der Spaß los. Aber man merkt das immer wieder, wenn man die Leute ausbildet, nicht. Und genau darum geht es, dass es schnell wenn die Kante genommen ist, wie gesagt, beginnt dann der Spaß, sie wollen dann gleich wieder. Dankeschön, bitte leider noch auslassen. Nach vielen interessanten Dingen, die ich heute hier auf dem Magirus-Event in Rottach-Egern sehen durfte, hoffe ich, es war natürlich auch was für euch dabei. Ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Event wiedersehen und sage Tschüss aus Rottach-Egern.